Die Ausstellungen von Harald Seemann und über Harald Seemann sind aktuell zwei Ausstellungen. Harald Seemann hat zum einen mit dem Museum der Obsessionen eine wunderschöne Metapher gefunden, was ihn antreibt, was das für eine imaginäre Sammlung ist. Und das zweite ist eine Sensation, dass die Großvaterausstellung, ein Pionier wie wir, der 1974 in seiner Berner Privatwohnung installiert hat, dass die komplett rekonstruiert auch hier wieder zu sehen ist. Harald Seemann als Schweizer Ausstellungsmacher und Kurator weltberühmt, hat ein Lebenswerk hinterlassen, ein immenses Archiv, unvorstellbar an der Dimension. Wir sind sehr glücklich, dass das Getty Research Institute seit nun 7 Jahren im Besitz dieses Archives es komplett aufbearbeitet hat, es öffentlich gemacht hat und auch diese beiden Ausstellungen auf eine Europatournee geschickt hat. Und insofern sind wir enorm stolz, dass diese beiden Ausstellungen an einem Ort zu sehen sind, an dem Harald Seemann insgesamt 8 von knapp 200 Ausstellungen auch inszeniert hat. Der Kunstverein hier in Düsseldorf als auch die Kunsthalle haben ihn immer wieder zu Gast gehabt, haben sein Werk in unterschiedlichsten Facetten hier zeigen dürfen. Eine Weltreise oder eine Entdeckungsreise in das Universum eines Kurators, der nämlich der erste freie Kurator und Ausstellungsmacher der Welt war, weil er nach 8,5 Jahren an der Kunsthalle Bern es vorgezogen hat, in die Unabhängigkeit, in die Selbstständigkeit zu gehen, was damals ein Novum war und eigentlich die ganze Kunstszene überrascht hat. Er hat ab dann eigene Ausstellungen entwickelt, die einen Themenbereich umfassen, der dann auf der Documenta 5 1972, die er künstlerisch verantwortet hat, auch eine Sensation war, weil zum allerersten Mal alles, also man könnte sagen, die ganze Welt Platz hatte in Kassel. Das bedeutet, nicht nur die bildende Kunst zog ein, sondern eine komplette Welterfassung des Kreativen. Das umfasste die Pataphysik, beispielsweise Elemente aus dem Surrealismus der 50er Jahre in Paris. Das umfasste die Kunst von Außenseitern, von Geisteskranken, so hieß das damals noch. Es waren unbeschreibliche Dinge im Gange, es war Happening und Fluxus, es gab Boxkämpfe. Also eine Welt, die Harald Seemann auszeichnet als einen Entdecker, als einen Visionär und Utopisten. Und was sich hier in der Kunsthalle Düsseldorf jetzt in 7 Ausstellungen auffächert, zeigt eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt, aber einen sehr wesentlichen. Alleine hinter mir in der Wand zu Armand Schultes, ein Einsiedler in den Tessiner Bergen, den die Ingeborg Lüscher, die Frau von Harald Seemann, hier reinszeniert hat, sehen Sie eine Weltenzyklopädie von faszinierenden Ausmaßen. Da hat sich jemand jahrelang im Wald einsam eine Welt zusammengebastelt. Auch der Großvater, ein Pionier wie wir, ist eine enorme Ausstellung, denn Harald Seemann hat 1974 in seiner Berner Privatwohnung seinem Großvater Etienne, der Haarstylist war und eine Maschine zur Dauerwelle mit erfunden hat, die eher wie eine Foltermaschine aussieht, eine Ausstellung installiert. In diese Welt können Sie hinabtauchen. Sie werden begeistert sein. Ich verspreche Ihnen. Vielen Dank.